Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, hier ist wieder euer Ludovico von Spielenburg. Zurück im Dämmerwald ohne jeglichen Überblick, was es eigentlich zu tun gibt. Irgendwas mit Ogern. Ja, ich erinnere mich, da war etwas. Oger. Oger töten. Genau. Genau, Oger töten. Ja, ich bin froh, dass ich diesen Überblick mir... Was willst du? Du Gemeini. Das ist wirklich... So, jetzt sind wir hier mal alle still. Halten mal alle die Luft an. Sehr gut. Hier Wollstoff und Co. Also, wir töten also schön diese War-Oger. Hoffen, dass uns das in der Geschichte weiterbringt. Ich bin einfach zu lange nicht dazu gekommen, mich damit auseinanderzusetzen. Weshalb ich jeglichen Überblick verloren habe. Ein häufiges Problem im Leben, wie ich sagen möchte. Macht nichts. Einfach töten. Das ist das Gute. Töten verlernt man. Töten ist so ein Skill, wenn man ihn hat, dann hat man ihn. Und wenn nicht, naja, dann halt nicht. Aber insgesamt kann man sich halt immer sicher sein, dass es ein Zuhause gibt, zu dem man zurückkehren kann. Manchmal ist das halt das Töten. So, er wirft mit seiner Fackel. Bringt ihm auch nicht viel. Ja, diese Oger sind nicht sonderlich spannend, möchte ich sagen. Sie sind fast ein bisschen... Passiert ja nichts, da kommt hier ja gar keine Spannung auf. Wie in jeder guten Serie muss hier doch eigentlich eine Kurve entstehen. Das klimatische Element und so. Offensichtlich nicht. Oger! So muss man gegen Oger kämpfen. Zuhauen, töten. Fertig. Es interessiert niemanden, wer hier außer Reichweite ist. Also, einfach Ruf. Ha! Unterbrochen durch Tod. Meine Lieblingsform des Unterbrechens, möchte ich sagen. Warum ist hier... Soll das Fell sein? Weil de facto sieht es mehr aus wie Laub. Aber von der Form her impliziert es, dass es Fell ist. Halt... zum Gerben aufgestellt. Gerben-Oger? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mich nie mit der Handwerkskultur der Oger wirklich auseinandergesetzt. Aber... vielleicht. Ich habe kein Ziel. Doch, du hast ein Ziel. Einen 15. Oger töten. Komm schon, Ludo. Overkill, so. Eben hätte ich einen gebraucht. Da kam keiner. Und jetzt sowas. Nun denn. So viel Erz, aber ich fühle mich hier nicht wohl. Ich möchte gehen. Ich gehe lieber. Gebe die Quest ab. Bekomme ganz viel EP. Und mach dann andere Sachen. Jorgen auf Jorgen. Ah ja, wir haben den nicht enden wollenden Worgenvorrat entdeckt. Und jetzt erzählen wir Lehrling Fest davon. Na, ihr seid mir ein munteres Persönchen. Eine tödliche Rebe. Habt ihr das Leichengras? Ich danke euch, Paladin. Und ich bin sicher, dass die Worgen, die durch den Trank, der daraus gebraut wird, vielleicht ihren Verstand zurückbekommen, euch ebenfalls danken würden. Ah, ja, da habe ich irgendein Wort vergessen. Macht nichts. Scheint ja knapp gewesen zu sein. Aber er lief weg, ohne euch noch mehr zu verletzen. Ja, bis ich ihn dann noch 5-mal mehr beschworen habe. Vielleicht kämpft er noch dagegen an. Meister Harris muss das erfahren. Lieferung an Meister Harris. Meister Harris muss sofort davon erfahren. Hier, bringt dieses Paket mit Leichengras die Straße hinunter zum Lager in Rabenflucht. Erzählt ihm, was wir auf Jorgens Bauernhof gesehen haben. Wir sind du hast überhaupt nichts da gesehen, du warst gar nicht da.
Ich war ganz alleine. Schießt los oder zieht Leine. Ein Bündel Leichengras. Und Hüter Dotz. Ich habe hier von hier aus gesehen, wie ihr ein paar Gute, wie ihr von ihnen den Chaos gemacht habt. Wie kam ich denn auf gute Arbeit? Hiermit überreiche ich euch im Namen der Nachtwache eure Belohnung. Seid vorsichtig. Meine Belohnung ist Stufe 30. Euer Ruf bei der Fraktion Allianz hat sich um 69 verbessert. Um 69. Was ist denn das überhaupt für ein Wert? Ah, das ist wahrscheinlich der Wert, der mich bei allen hier hat cappen lassen. Ich bin bei Sturmwind ehrfürchtig? Wann bin ich denn bei Sturmwind ehrfürchtig geworden? So, oh, wir können uns ein neues Talent suchen. Feuer der Gerechtigkeit. Verringert die Abklingzeit von Kreuzfahrerstoß um 15% und verleiht eine Chance von 15%, dass eure nächste Fähigkeit eine heilige Kraft weniger verbraucht. Ich habe aber nur eine Fähigkeit, die heilige Kraft verbraucht. Klinge des Zorns. Kunst des Krieges schließt die Abklingzeit eurer Klinge der Gerechtigkeit 100% häufiger ab und erhöht ihren Schaden um 25%. Was ist denn Kunst des Krieges? Was ist Kunst des Krieges? Sowas habe ich überhaupt nicht. Oder ist... Nö. Nö. So was kennen wir hier offensichtlich nicht. Was ist denn Kunst des Krieges? Nein, es steht nicht im Buch. Ah, doch, da. Eure automatischen Angriffe haben eine Chance, die Abklingzeit von Klinge der Gerechtigkeit abzuschließen. 100% häufiger ab. Ja, aber wie hoch ist die Chance denn jetzt? Das steht da ja nicht. Wenn es 2% ist, sind es dann 4%. Aber wenn es 15% sind, sind es dann 30%. Das ist doch so eine wichtige Information, die mir fehlt. Oh, Hammer des Zorns. Schleudert einen göttlichen Hammer, der einen Gegner 111 Heiligschaden zufügt. Nur anwendbar auf Gegner mit weniger als 20% Gesundheit oder während ihr durch zornige Vergeltung ermächtigt seid. Was ist denn jetzt schon wieder zornige Vergeltung? Sonnige Vergeltung. Da. Ah, erlerne ich auf Stufe 80. Ja, das ist natürlich gut zu wissen. Klinge des Zorns, Feuer der Gerechtigkeit. 15%. Und es hat ja auch zwei Aufladungen. Komm, nehmen wir. Das klingt doch super. Jetzt hat es nur noch 5 Sekunden Abklingzeit. Ich finde das okay, wenn... Vielleicht sollte ich mich damit irgendwann mal auseinandersetzen, was hier eigentlich wirklich gut ist. Weil für sowas gibt es ja Experten. Für sowas gibt es ja Experten, die man fragen kann. Das ist wie Astro TV, bloß für Talente bei WoW. Und da rufst du dann an und da sagst du, ich habe einen Vergelter-Paladin. Welche Talente sind denn gut für ihn? Und dann sagt die Person am anderen Ende, ja, der Vergelter-Paladin, fragen wir die Karten. Vergelter-Paladin... Sie spielen Paladin, warum spielen Sie keinen Heiler? Ich spüre das Talent der heilenden Hände. Ja, genug davon. Ich bin ein wenig vom Thema abgekommen. Wir bringen jetzt jedenfalls Oliver Harris in Rabenflucht das Bündel Leichengras. Oliver Harris ist... Scheinbar irgendwas... Oh, das sieht ja gut hier aus. Der Zirkus ist in der Stadt, wie ich sehe. Und Quests. Außerdem John Shelby. Ja, gar nicht Shelby. Dann haben wir hier Schwester Elsington. Bivers. Da ist Ella. Oh. Hi Ella, na? Einmal das Übliche. Was soll es sein, Fremder? Das Übliche. So, wir haben hier sehr viel Stuff, den wir einfach mal verkaufen könnten. Auf dass wir hier wieder wenigstens ein bisschen Platz haben. Eigentlich müsste ich dringend mir mal ein Bankfach wieder suchen. Wir sind verbunden durch einen gemeinsamen Feind. Ja?
Okay, aber ich verrat's keinem. Oliver, Meister Harris. Was bringt euch nach hier draußen, mein Herr? Willkommen in unserem bescheidenen Lager. Schön würde ich es nicht nennen, aber es ist zumindest etwas abgeschieden. Wie bitte? Ein Wagen auf dem Hof? Ein Fluch, den wir nicht brechen können. Was wir hier machen, bringt keine Heilung. Die Verwandlung kann nach ihrer Vollendung nicht rückgängig gemacht werden. Doch der Verstand. Die Alchemie kann den Verstand zurückbringen, wenn noch genug davon übrig ist. Der Wogen, dem ihr begegnet seid, kämpft anscheinend um seinen, Lodovico. Wir müssen ihn wiederfinden. Er ist von Jorgens Hof geflohen, also durchsucht Adels. Adels? Adles. Adles! Siedlung im Süden. Vielleicht lauert er in einem der Gebäude. Injiziert ihm den Inhalt dieser Ampulle. Er wird ihn betäuben. Ihr müsst ziemlich nah herankommen. So, wir benutzen beim lauernden Wogen Harris Ampulle. Bibbers! Schönen guten Tag. Meister Harris benötigt viele Reagenzien für seine Sirenen. Ich muss sie für ihn sammeln. Die meisten sind nicht so schlimm. Leichengras ist natürlich schlimm, aber nicht halb so schlimm wie Witwengift. Habt ihr euch die Witwen hier in der Gegend angesehen? Schon die Jungen sind groß. Selbst mit einem Gewehr halte ich die Jagd auf sie nicht aus. Sie jagen mir viel zu viel Angst ein. Wenn ihr sie für mich jagt, werde ich euch gern dafür bezahlen. Bringt nur etwas Witwengift mit. Ihr findet sie in den Wäldern im Osten, direkt nördlich der Straße. Auf dann! Und Schwester Elsington. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Die Toten schreien nach Trost. Ihre Qual hallt durch den Wind. Beruhigt die Geister. Dies ist ein tragisches Land mit einer Geschichte voller Gewalt und Verzweiflung. Viele Tote streifen in ihren Körpern durch das Land, aber manche sind nur verlorene Seelen, die verwirrt umherirren. Sie verdienen Trost. Viele dieser Seelen versammeln sich im Süden, in Adles. In Adles Siedlung und erscheinen Reisenden. Nehmt diesen Schwenker mit heiligem Weihrauch, schwenkt ihn vor den verlorenen Seelen. Sein sanfter Duft wird ihnen Frieden bringen. Und wenn man keine Ahnung hat. Vor einigen Jahren hat Captain Kurzen aus Sturmwind eine Brigade ins Schlingendorntal gebracht. Die Einzelheiten seiner Mission sind immer noch unklar. Kurzen fiel schnell dem Wahnsinn anheim, genau wie seine Männer. Außer einigen Rebellen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Böse, das Kurzen angerichtet hat, ungeschehen zu machen. Wie ich bereits sagte, das war vor vielen Jahren. Jetzt ist mir zu Ohren gekommen, dass Kurzen tot ist. Doch diese Rebellen bestehen immer noch auf ihrer Rebellion. Wenn ihr Ermittlungen anstellen wollt, findet ihr sie in einem Lager an der nördlichen Grenze von Schlingendorntal. Aha, damit kommen wir also schon mal weiter ins Schlingendorntal. Wir werden erstmal, finde ich, die Witwen jagen, weil das... weil das Sinn ergibt für mich als Mensch. Hier sind die Schwarzen... Ach Gottchen. Ich kann Bibbers verstehen, möchte ich sagen. Warum genau meinen die, unsichtbar werden zu müssen, wenn man sie tötet? Finde ich das gut? Der letzte Verteidigungsreflex der gemeinen schwarzen Witwe im Dämmerwald ist es, sich im Moment ihres Todes unsichtbar zu machen, um den verfolgenden Abenteurer zu nerven.
Ihr Überleben kann sie dadurch nicht sichern, ebenso wenig das Überleben ihrer Brut. Allerdings geht sie damit dem Abenteurer nochmal so richtig schön auf den Sack. Das war ein Originalauszug aus der Wildes Azeroth-Reportage von vor 3 Jahren aus der Folge über den Dämmerwald. Die hat damals auch einen Preis bekommen bei den beim azerotischen der azerotische Filmfestival. Sehr empfehlenswert, wirklich eine Doku mit Bildern, die man so noch nie gesehen hat und auch nie wieder sehen wird. Aha, die hat's nicht gemacht. Das ist tatsächlich eine Seltenheit. Dafür hat jede schwarze Witwe einen Giftbeutel dabei. Sehr vorbildlich, möchte ich sagen. Diese Spinnen sind furchtbar. Ja. Ich brauche ein Ziel. So, das haben wir schon mal geschafft. Wir könnten Bibbers das auch gleich zurückbringen. Ich finde, das tun wir. Ich sehe, warum er das machen wollte. Der hat gar keine Angst. Der hat einfach nur keinen Bock. Und wer soll es ihm verübeln? Bibbers Spinnen. Nein. So. Bibbers. Wie geht's? Habt ihr sie? Bitte sagt mir, dass ihr sie habt. Oh, danke. Vielen Dank. Ihr habt mich vor den Wäldern mit all diesen furchtbaren Kreaturen bewahrt. Zumindest für einen Tag. Oh nein. Ich habe Angst, dass... Nun ja, ich habe einfach nur Angst. Außerdem tut es mir leid, dass ich um einen weiteren Gefallen bitten muss. Meister Harris benötigt Gehirne. Bärengehirne. Offenbar sind sie Teil des Serums oder ein gleichwertiger Ersatz. Es gibt viele Schwarzbären in den Wäldern im Westen und entlang des Flussufers. Aber ich kann das nicht. Ich habe sogar mit einem Gewehr viel zu viel Angst, um dort hinauszugehen und diesen riesigen Ungeheuern gegenüberzutreten. Bitte lasst mich euch bezahlen, damit ihr mir einige bringt. Sammelt 8 Gehirne von Schwarzbären. Aber natürlich Bibbers. Die sind da, die sind da, die sind da, die sind da. Ja, das ist doch schon mal was. Das heißt, wir haben eine schöne Aussicht für das nächste Mal Gehirne sammeln. Also, bis dahin, habt eine schöne Zeit und viel Spaß. Euer Ludovico von Spielenburg.